und willkommen bei Michael Smolik. Schön, dass ihr mit am Start seid. Guck mal, was gerade gekommen ist. Was ist das? Na, meine Feuerbrille. Zum Zocken. Ja, damit kann man auch zocken, aber ich will damit eigentlich trainieren. Als ob man damit richtig trainieren kann. Naja, die haben jetzt so eine neue App da drauf. Und ich werde jetzt mal austesten, wie anspruchsvoll diese App ist. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich habe tatsächlich auch noch nie so mit so einer VR-Brille trainiert oder richtig damit gespielt. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es ist. Probieren wir es jetzt mal aus. Siehst du mich eigentlich? Jetzt sehe ich dich. Und jetzt? Wie sehe ich denn aus in dem Spiel? Ja, du siehst jetzt noch normal aus. Das ist wie wenn ich durch eine Brille schaue. Ach so. Und jetzt drücke ich auf VR-Bild betreten. Mal gucken, was jetzt da... Wow, ist ja krass. Siehst du mich noch? Nee, jetzt sehe ich so ein Wohnzimmer, hier ist eine Weltkugel und hier ist so ein Menü. Ich muss mich da mal reinfuchsen kurz. Da ist die App FitXR und jetzt testen wir mal, wie effektiv das wirklich ist. So Leute, das ist mein erstes Training mit dem Pico VR Headset und dafür probiere ich die FitXR App aus, die auf dem Pico Headset verfügbar ist. Heute habe ich mich für den Combat Modus entschieden und ich muss sagen, sehr geil. Vor allem das Spielerlebnis ist mega realistisch. In der App bekommt man wöchentliche Trainingspläne und kann sich mit Boxen, HIT, Tanzen und vieles mehr fit machen. Die VR Fitness ist besonders für diejenigen zu empfehlen, die wenig Zeit zum Trainieren haben. Das Pico 4 Headset ist sehr angenehm zu tragen und auch sehr leicht. Der Schaumstoff absorbiert außerdem den Schweiß, was ich sehr wichtig finde, weil ich während des Trainings immer sehr viel schwitze. Ich bin wirklich sehr überrascht, wie anstrengend das Training damit tatsächlich ist. Man kann sogar mit anderen Leuten interagieren und es gibt einen Multiplayer-Mode. Da battle ich mich bestimmt noch mit Salome. Und jetzt aufgepasst, es startet sogar eine Fitness-Summer-Challenge. Die Challenge läuft vom 3. bis zum 30. Juli. Es werden immer 3 Gewinner pro Region ausgewählt und fette Gewinne verteilt, wie zum Beispiel ein kostenloses Jahresabo bei der FitXR-App oder auch Zalando. Und das ist jetzt sehr wichtig, Leute. Ihr könnt nur mitmachen, wenn ihr euch bis zum 1.7. unter dem Link in der Beschreibung registriert. Also, seid unbedingt schnell und schaut euch den Link ganz genau an. Jeder, der keine Pico hat, kann durch Zufallsprinzip ausgewählt werden, um noch ein Pico-Headset kostenlos zu ergattern. Mir hat das Training so Spaß gemacht, ich werde die Challenge jetzt auch machen und freue mich, zusammen mit euch durchzuziehen. Du bist ja richtig auf der Puste. Ja, ich bin auch gerade im Urlaubsmodus, ich bin gerade nicht im Training. Das ist sowas schon richtig geil, das war auch erfahrenes Level. Ich geh jetzt erstmal duschen. Mach du da dein, was machst du? Du gehst ins Gym, ne? Ja, Po trainieren. Dann trainier mal dein Popöchen. Ich geh duschen und leg mich auf die faule Haut. Du bist jetzt im Vlog, weil Michi ist noch in Urlaubsstimmung nach seinem Kampf und findet noch nicht so rein in seine Arbeit. Wir waren gerade für dich trainieren, haben für dich gefilmt. Jetzt fahren wir zurück nach Limassol. Limassol und jetzt, was drehen wir eigentlich? Das werden wir dann sehen, wenn wir Michi sehen. Perfekt. Hallo Siri, bitte Löwenkopf-Herz anrufen. Ah ne, Löwenkopf-rotes Herz anrufen. Hallo. 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 Hörst du mich? Jetzt. Ja, das zypriotische Internet war nicht so stabil. Ja. Willst du irgendwas essen? Weil wir haben nämlich Hunger. Können schon was essen. Was denn? Perfekt. Irgendwas, was nicht so ganz ungesund ist. Ja, das haben wir uns schon gedacht. Such dir einfach was raus. Okay, dann bestellen wir einfach irgendwas für dich mit, ja? Wann seid ihr denn da? So ungefähr in 30 Minuten. Gut, ich habe nämlich schon ein paar Tipps rausgeschrieben. Perfekt, das wollte ich dich gerade fragen. Ja klar, 1, 2, 3, 4, 5. Boah, ambitioniert, hervorragend. Na gut, dann sehen wir uns gleich. Bis dann. Bis dann, tschüss. Na, auch endlich da? Ja, endlich mal da. Sprich mal zu deiner Community. Ihr Faulenzer. Sprich mal zu deiner Community. Was ist deine Community? Ich zeig dir am besten mal, was Loki gestern mal gemacht hat. Das denkt doch nur du. Komm mal her, Loki. Tunnel. Ja, sehr gut. Ich habe den gestern innerhalb von 10 Minuten Tunnel reingemacht. Hervorragend. ich muss dir was sagen. Was denn? Das ist nicht mein Video, sondern dein Video. Das glaube ich nicht. Doch. Das werde ich nicht auf meinem Kanal hochladen. Was ist das denn? Ich lade es doch auf deinem Kanal hoch. Ja? Da lachst du, hä? Und Essen haben wir auch zusammen bestellt. Und was habt ihr denn bestellt? Und das Telefonat haben wir auch aufgenommen. Ja. Was habt ihr denn bestellt? Für dich haben wir Alfredo Spezial Pasta mit Chicken. Ja, gesundes Essen hier. Ich habe dir das übrigens ausgesucht. Du hast ihn ausgesucht? Ja. Ihr wisst ja, alles was man irgendwo bestellt, ist immer nicht so gesund. Wake up! Ohne mich. Back to the rules, Schwergewicht. Ganz ehrlich, ich habe mir so wirklich so überlegt, meine besten Zeiten waren als Schwergewicht. Was sind meine Vorteile? Ich bin schnell, ich bin agil.
Mir fehlt dann vielleicht die Masse, die dann 120 Kilo Typ hat, aber ich habe die Schnelligkeit und vor allem ich habe auch die Kraft im Training, was ich halt merke. Gut, bei 93 ging es noch, aber jetzt halt bei dem 87er Cut, ich habe kein einziges Mal im Training 100% geben können, weil ich halt immer voll schwach war von dem Weight Cut, von dem Kaloriendefizit. Und wenn ich halt keinen Weight Cut mache, dann bin ich halt super fit und super stark, logischerweise. Ja. Deswegen, also das ist auch für den Kopf ist das gesünder. Deswegen habe ich mich entschieden, falls ich mal wieder kämpfe, denke ich, es ist noch nicht festgeschrieben, aber ich denke, dass es im Schwergewicht sein könnte. Es ist halt geil, dass man Isoclear auch irgendwie immer trinken kann, ne? Ich habe auch 2 Shakes beim Training getrunken, komplett weg. Das ist wie Saft. Ja, so, jetzt testen wir mal. Gut. Schmeckt nicht schlecht, das hätte ich nicht gedacht. Ja, also sieht nicht so aus, wie es schmeckt. Sieht gut aus, ja. Ich. Nicht? Nee, finde ich jetzt nicht, dass es mega aussieht. Ich finde aber allein so, wenn du Essen in so einem Pappding isst, ist es halt nie so schön, wenn es auf dem Teller ist. Okay. Der Verbrecher hat mir gerade eine kleine Kopfnuss gegeben hier. Der lag so auf mir drauf und wir spielen immer so und dann hat er irgendwie genießt ist die Mehrzahl von Essen, gell? Genießt und hat mir mit seinen Zähnen gegen die Stirn gehauen, ne? Richtig tief geworden. Kam vielleicht so rüber, als wäre ich am Anfang so ein bisschen schlecht gelaunt gewesen und angepisst gewesen. War ich auch tatsächlich. Der René hatte mich komplett zum falschen Zeitpunkt gerade gefilmt. Ich lag nämlich hier auf der Couch, habe gelesen. Ich habe meine Skripts geschrieben für die Reels und er war gerade mit Salome am Film und die waren noch 5 Stunden oder so weg. Und ich wusste nicht, kann ich jetzt trainieren, kann ich nicht trainieren? Und ich bin dann so ein Typ, der ist so ehrgeizig und will halt die Zeit nicht verplempern. Und für mich hat sich das für vergeudete Zeit angehört, weil ich auch keine Rückmeldung von denen bekommen habe. Just in dem Moment rufen die mich an und ja, hey, wir drehen hier einen Vlog und so. Und kommen die her und dachte ich mir so, boah, nee, gar keinen Bock jetzt gerade. Jetzt habe ich mir überlegt, die Salome sonst sich draußen, die werden mir so ein bisschen pranken. Oder so Wassereimer oder irgendwas. Wir müssen auf die Haare aufpassen. Ja, auf die Haare, weil sonst dauert es ewig, bis wir danach weiter drehen können mit den Reels und so. Weil wir haben noch ein bisschen zu tun heute. Aber so Oberkörper und alles, das wird sie richtig abfucken. Ich bin ziemlich sicher. Mal gucken. Der René wird sich hier irgendwo verstecken und ich werde das jetzt machen. Scheiße, jetzt hat sie das Junge gesehen. Fuck. Ach shit, warte mal. So kurz warten. Eins. Jetzt wird der Bart gestutzt für ein Reel, damit ich auch als Barkeeper durchgehe. Ich habe keinen Bock, den komplett jetzt wegzumachen. Das ist auch eigentlich unnötig, oder? Für ein Reel? Wird schon sein. Kann man das jetzt so in den Abfluss einfach reinmachen? Oder verstopft es dann? Wie der Geschirrspüler? Nein, der geht jetzt wieder. Ja, nur so Mini-Haare, da passiert doch gar nichts, oder? Komm, wir tun einfach so, als hätten wir es nicht gewusst. Hier zu deiner verstopften Spülmaschine, ne? Alles weg! Habe ich wieder repariert. Massephase kickt rein. Ich habe einen viel zu fetten Hals, Mann, das geht nicht zu. Das geht doch easy zu, oder? Nein, mein Hals ist einfach viel zu fett. Ich bin Captain Fetthals. Das ist das allererste Mal in meinem Leben, dass ich eine Fliege anhab. Oder anziehe. Ich habe gar keinen Plan, wie das funktioniert. Das ist okay, würde ich sagen. Ja. Die muss man einfach noch mehr anziehen, dann sieht sie so. Dann geht's eigentlich. Ich sehe aus wie, wie einer von den Chippendales, Mann. Ohne Witz, so sehe ich aus. Mit diesem engen Hemd. Ja, wir haben wie lange gedreht? Insgesamt 15 Stunden ja. Mit ein paar Pausen. Also wir sind hier sehr schwer am Arbeiten. Viele denken immer, Social Media und sowas wäre einfach, aber ist es nicht. Man steckt da wirklich sehr, sehr viel Zeit und auch Arbeit rein, ne? Schatz. Was machen wir jetzt? Essen. Wir gehen jetzt essen. Ich weiß immer noch nicht wo. Wir lassen uns überraschen. Die Dame wählt heute aus. Aber Schwergewichte müssen essen. Schwergewichte müssen und dürfen vor allem essen. Syrisches Essen. Jetzt habe ich meinen Strohhalm fallen lassen. Syrisches Essen, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, ist mega gut. Also ich liebe dieses Hummus und diese ganzen kleinen Speisen, diese Dips. Es ist wirklich fantastisch. Ich habe es ja bereits in meinem letzten Video schon gesagt, es ist einfach schön, dass man mal was essen kann, ohne im Kopf Gedanken zu haben, dass man irgendwie sein Gewicht schaffen muss. Das hört sich jetzt sehr nach Jammern an. Ich habe ja auch schon den einen oder anderen Weight Cut gemacht, der in Ordnung war.
Aber es ist trotzdem was Schöneres, wenn man gerade mal keinen Kampf hat und frei im Kopf ist und weiß, hey, ich kann mir auch sowas mal gönnen und muss jetzt nicht morgen gleich wieder abschwitzen oder muss meine Kalorien zählen und darf deswegen, keine Ahnung, 3 Tage nichts mehr essen, jetzt übertrieben. Ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass ich mir lange überlegt habe, eventuell ins Schwergewicht zu wechseln. Es ist noch nicht festgeschrieben, noch nicht in Stein gemeißelt, aber ich freue mich immer mehr mit diesem Gedanken an. Was nicht heißt, dass ich nie wieder halb Schwergewicht kämpfen werde. 93 war immer auch in Ordnung. Diesen kleinen Cut zu machen war okay, aber ich werde nie wieder so einen harten Cut machen. Und Schwergewicht, why not? Ich fühle mich da eigentlich wohl. MMA ist natürlich nochmal was anderes. Gerade wenn da jemand 5 oder 10 Kilo mehr wiegt als du und auf dem Boden ist oder im Ring ist, dann ist das nochmal eine andere Geschichte als im Kickboxen. Im Kickboxen clinchst du den einfach ab. Im MMA clinchst du ab und dann geht's halt weiter. Meine Vorteile waren halt immer die Schnelligkeit, die Agilität und vor allem die Kicks. Und die will ich in der nächsten Zeit auch wieder fokussieren und trainieren und natürlich weiter am Boden arbeiten, am Ring arbeiten, mich in vielen, vielen Elementen verbessern. Das muss einfach sein. Aber Schwergewicht ist so ein Ding, was sehr fest in meinem Kopf sitzt und eventuell nächstes Jahr umgesetzt werden könnte. Vielen Dank, dass ihr mich wieder unterstützt habt bei diesem Video. Kommentiert gerne in die Kommentare, was ihr in den nächsten Videos auch so sehen wollt. Und wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt, bei ESN mal wieder und immer wieder mit dem Code SMOLIK kriegt ihr die besten Rabatte. Ansonsten war es das von Salome, von mir und hinter der Kamera war René. Haut rein!